Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die Botschaft der Engel am 23. Februar 2019. Dieses Bild zeigt die Kabbala. Und die Kabbala ist ein System, zeigt Ordnung. Und hier mit diesem goldenen Taler bedeutet dieses Bild unseren Finanzen in Ordnung bringen. Ich übertrage das nicht nur auf Materie, sondern die Münzen zeigen auch Sicherheit, Stabilität, Struktur. Wir brauchen in unserem Gefühlsleben, auch in die Liebe, Partnerschaft, Ordnung. Wir brauchen die Orientierung. Wir werden etwas hinter uns lassen und wir werden gerade die Rücken drehen an etwas, was uns emotional mitnimmt. All das, was uns nervt, all das, was uns belastet, werden wir verabschieden. Und gehen wir in eine neue Richtung und genau das schafft diese Ordnung in allen Ebenen. Bei Kommunikation, bei Austausch wird wichtig sein, die spirituellen Themen und das ist ein schöner Austausch, entweder weil wir vieles verstehen und auch vermitteln. Das gibt Unterstützung für anderen oder wir bekommen einen guten Rat und das hilft uns, unterstützt uns in unserem Leben, in allen Lebenslagen. Was unseren Gefühlen betrifft, zeigt dieses Schwert die Trennung von Angst. Wir sind gerade dabei, von Angst loslassen, dieses Gefühl, von diesem Gefühl verabschieden. Die heutige Engel nach Kabbala ist Engel Wechuel und hat die Zahl 49. Engel Wechuel zeigt die Kreativität und Lebensfreude, stärkt unsere Intuition. Engel Wechuel ist Engel die Weisheit, wird Engel die Bewusstseinserweiterung auch genannt, bringt auch Erläuterung, aber nicht nur das, sondern Lebensfreude, Glück, Zufriedenheit, Schönheit und zeigt uns die göttliche Schöpfung. Dieser Engel steht in Verbindung zum Uranus und mit Uranus oder in klassischen griechischen Mythologie heißt Uranus und damit beginnt die ganze Schöpfungsgeschichte und Uranus gilt als der Schöpfer und zeigt auch die Kosmos für uns. Also dieser Engel Wechuel steht mit Uranus in Verbindung, steht mit Feuerelement in Verbindung. Und das ist die Begeisterung, die Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas und steht mit Tierkreiszeichen Schütze in Verbindung. Und die Schütze zeigt in eine Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch in diesem Bereich ist unseren Wünsche, Sehnsüchte beschrieben, also die Richtung soll sein und das soll uns begeistern, was wir wünschen. Über Engel Wechuel steht Erzengel Haniel. Erzengel Haniel ist Engel des Mondes. Haniel bringt Schönheit, Gelassenheit und Harmonie in unserem Leben. Stärkt uns innerlich und gibt uns die innere Ruhe, vermittelt Heilkraft,
vermittelt Mondenergie, wird auch als Mondgöttin genannt. Hilft bei Liebeskummer und hilft auch bei Liebenden, wenn sie sich begegnen. Stärkt unseren übersinnlichen Fähigkeiten. Und das war meine heutige Engelbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihre Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.